Jetzt haben wir es uns gemütlich gemacht und es geht weiter bei uns und zwar mit dem Backcheck-Tag. Und was macht man eigentlich am liebsten nach so einer Hockeyabend? Ja, man sitzt eben in einer gemütlichen Ecke und redet noch mal ein bisschen über Hockey, über das, was wir erlebt haben, jetzt gerade sowieso zum Saisonauftakt. Aber mit leeren Gläsern wollt ihr euch natürlich auch nicht da sitzen lassen. Uli, wir hätten ein alkoholfreies Bier da. Hast du Lust auf ein Bier? Kann ich gar nicht Nein sagen. Ist ein schöner Durst, den man kann löschen kann nach so einem Hockeyabend. Genau. Schau, ich greife mal da rüber, da wird gerade schon serviert. Auf die Art geht das da bei uns. Wir hätten ein Weizen oder ein normales. Ein Weizen nehme ich. Das Weizen? Das habe ich wählen. Nein, ist gut. Kannst du duschen? Nein, nimm es, kein Problem. Und du nimmst auch eins? Ich wäre lieber bei meinem Wasser. Schon? Ja, alkoholfrei oder Wasser ist das gleiche, oder? Ja, ich hole schon. Wobei, es ist schon der Biergeschmack, den es natürlich braucht. Ich hole dir ein Wasser, aber für das muss ich in den Kühlschrank hintergehen. Mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Warum trinkst du kein Bier, Sven? Warum sieht er immer noch so stromlinienförmig aus? Ja, das ist es eben genau. Ich kann nur hergehen oder gar nicht. Weißt, wenn ich eins ist, keins. Ehrlich? Für die haben wir ein Wasser. Und das sind ja die stylischen, alkoholfreien Biergläser, die wir hier gekriegt haben. Und in die schenken wir jetzt ein. Aber mal. Öffner müssen wir natürlich auch noch holen. Oder auch noch, mal anstoßen. Also vom Bau habe ich nicht geschafft, sonst würde ich jetzt. Nein, mach jetzt den schönen Tisch nicht kaputt. Wir sind jetzt hier das erste Mal. In unserem Backcheck-Tag, natürlich mache ich das für dich. Dann können wir schön Säuferli schenken. Dann reden wir doch über den Hockeyabend. Sven, wie hast du dir gefallen heute Abend? Was gesehen hast du zum Saisonauftakt? Du, ich bin froh gewesen, was einfach gestartet hat. Ich sage, die Resultate sind eigentlich wirklich zweitrangig für mich. Ich bin wirklich einfach, wie gesagt, super froh gewesen, was wir können starten. Was wir können starten, vor allem mit Fans. Weil, ich meine, du kannst ja können reden mit dem Schwelle letztes Jahr, oder? Für ein Spiel zum Knebeln ohne Zuschauer. Da musst du einen rechten Ruck geben. Und nicht ganz immer einfach gewesen. Zum Wohl auch noch sagen, Uli. Auf unseren Tag. Auf die neue Saison. Zum Wohl auch daheim. Schön sind ihr dabei. Ich hoffe, ihr habt es euch eben auch gemütlich gemacht. Und wir wollen da natürlich offen sein und dann auch unsere Kanäle offen schalten und euch auch dieser Diskussion beteiligen, wenn wir über Schweizer Hockey reden, oder? Wo jetzt also anders gelebt. Es hat letztes Jahr schon super gelebt, habe ich gefunden, wie die Spieler und die Teams das gemacht haben. Das hat mich sehr beeindruckt. Aber heute war jetzt noch mal ein anderes Leben in der Bude. Ja, es ist klar, oder? Jetzt kommt eine gewisse Portion Emotion und eine gewisse Portion Motivation kommt von aussen. Das hast du letztes Jahr alles selber irgendwie aufbauen müssen. Ich habe letztes Jahr oft die Spieler eigentlich auch bewundert, weil die Spiele waren auch emotional. Aber das haben sie immer selber aufbauen. Und jetzt hilft es schon von aussen, wenn mal ein bisschen gejubelt wird oder auch ein bisschen gepfiffen wird, das gibt einfach Schub und das hat man gespürt. Wenn du mit einer schönen Frau gehst essen, oder? Oder etwas gehst trinken und sie kann nicht reden, oder? Es ist schon schön zum Schauen, aber es ist einfach keine Emotion, oder? Schöner Vergleich. Schöner Vergleich, ja. Darum hocken wir in dieser Runde, genau für solche Sachen zu besprechen. Ja, und ich hatte das Gefühl, auch die Fans, die im Stadion waren, die haben das heute echt genossen. Jetzt auch gerade, wenn die Spieler wieder ankommen, jubeln, schieben und es so die Verbindung auch wieder gibt. Das hat man ein paar Mal gesehen heute Abend. Nein, ich glaube, als Spieler, du spielst für das, oder? Du lebst für das, oder? Eben, ein Spiel an und für sich, ohne Zuschauer, auf diesem Level nachher, das ist crazy, oder? Ja. Ich bin wirklich, also, ich muss sagen, Chapeau, wie wir das letzte Jahr durchgezogen haben, wie innovativ was wir gewesen sind, alle, und auch die Jungs, wie professionell was gewesen sind, weil es ist schwierig. Also was für mich sehr speziell war, letztes Jahr haben wir Sachen gehört, die wir sonst eigentlich nie hören, wenn wir einen Match schauen, oder? Wo du das letzte Mal gehört hast, wo du als Trainer an der Bande gestanden bist. Ja, absolut. Ja. Wenn der Spieler unter sich irgendetwas gesagt hat, der Coach etwas gesagt hat, oder der Schiedsrichter gesagt hat, ist wieder alles weg gewesen, oder? Und das hat schon nur das, hat ganz eine andere Atmosphäre gegeben. Und schön, ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht über die Zuschauerzahlen heute Abend, muss ich sagen. Ich habe gedacht, der Hunger ist noch ein bisschen heisser. Aber der Sommer war vielleicht noch ein bisschen zu heiß. Ja, oder vielleicht einfach auch nach dieser Corona, vielleicht kann man sagen, Lethargie, die es halt schon einen Moment braucht, oder? Auch, bis das alles wieder zu laufen kommt. Oder halt gleich der Aufwand. Oder? Ich meine, wenn ich geimpft bin, dann habe ich mir das vielleicht weniger überlegen. Aber wenn ich halt jedes Mal muss irgendwo testen muss, zuerst noch, das ist einfach ein Zusatzaufwand. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Aber schön läuft es wieder. Ein Thema, das ich gerne mit euch diskutieren möchte. Und zwar die Rückkehr. Die haben wir gleich alle noch mal aufschreiben, die nehmen, weil sie so viele sind. Und zwar Spieler
die in Nordamerika waren, zum Teil super performt haben. Janik Weber, ich meine, ja, so eine grosse Nummer, der ist jetzt hier wieder in unserer Liga, der ist 32, zurückgekommen nach 15 Jahren NHL. Mirko Müller ist wieder da. Gaito Haas, den wir heute sehen. Der Gilles Sen steht wieder im Goal beim HCD. Damien Chia hat ja so einen AHL-Abstecher noch gemacht letzte Saison, ist aber auch wieder da. Und der Dennis Malgin, der bei der ZSC Lions noch unterschrieben hat. Also super Namen für unsere Liga, die Haufen bringen. Aber das Thema ist ja ein bisschen so lässig, wie das ist für die National League. Ist auch gut für die Schweizer Hockey. Also man geht entweder auf Nordamerika und probiert es. Und wenn nicht, kommt man sofort wieder zurück in die National League. Es spielt keiner in Schweden, es spielt keiner in der KHL. Man spielt in der Schweiz oder man spielt in der NHL am liebsten. Ich wäre ein bisschen vorsichtig, dass wir das zu fest verallgemeinern. Ich glaube, jeder Spieler ist ein Fall für sich. Und du findest sehr wahrscheinlich bei jedem Spieler einen anderen Grund, warum es so ist und warum es nicht anders ist. Und ich meine, man kann das so anders anschauen. Man kann sagen, hey, wenn es nicht dann NHL ist, dann weiss ich, spiele ich in der Schweiz halt eure kompetitive Liga, wo ich jederzeit auch wieder entdeckt werden kann und vielleicht auch wieder zurückgehen. Wir hatten vielseitige Spieler, die hier wie einen zweiten Anlauf genommen haben und nachher wieder sie gesehen wurden. Und wenn ich als Spieler die Wahl hätte, ich kann in der Schweiz in der ersten Linie spielen, im ersten PP, im ersten PK, ja, meine 20 Minuten, sage ich jetzt, als Stürmer Eiszeit, dann würde ich mir das schon überlegen, was bringt mich allenfalls sportlich noch weiter. Ist es das? Oder ist es 7 Minuten Left-Wing, vierte Linie, Chip-In, Chip-Out wechseln? Wie jetzt der Gaetan Haas zum Beispiel, sagen wir mal, oder? Das, also ich weiss, machen wir das an ein paar Beispiele fest, oder? Du bist involviert mit Biel, dass er jetzt wieder bei uns spielt. Er hat viel Freude verloren am Spiel. Obwohl er in der NHL gespielt hat. Ja, gut, halt auch ohne Zuschauer ja, und nichts. Und dann hat er die Quarantäne miterlebt und. Aber er ist ein Spieler, der schieben will, er will etwas machen. Und in der NHL musst du eine riesige Zugnummer sein, dass du die Rolle einfach so bekommst. Und er hat sicher profitiert, ganz klar. Also nicht, dass man mich falsch zitiert und falsch versteht. Aber ich glaube, dass er als Spieler glücklicher ist mit der Rolle, die er in Biel bekommt, als mit der, die er zuletzt in Edmonton hatte. Hätte recht auch so entschieden, wenn dort das Stadion voll gewesen wäre und die NHL 100% erlebt hätte? Nein, ich habe einfach das Gefühl, jetzt die Jungs, die wir jetzt alle aufgezählt haben, wenn wir ganz ehrlich sind, das sind alles Jungs, die haben wollen, NHL spielen wahrscheinlich, aber einfach schlicht und einfach die Rolle nicht bekommen oder den Spot oder A oder B. Bei den meisten haben sie nicht einmal einen Spot bekommen. Und wenn du den Spot dann nicht bekommst, dann hast du ein paar Optionen. Schweden ist eine Option. Wenn du auf Schweden gehst, macht es für mich eigentlich nur aus einer Überlegung Sinn, ist, wenn du wirst vielleicht ein bisschen mehr gescoutet, weil die Liga immer noch von der NHL Scouts mehr beobachtet wird wie die Schweizer Liga. Wie man das bei Mirko Müller zum Beispiel gemacht hat letztes Jahr. Oder? Der Grund war nicht, er wird lieber in Schweden knebeln in der Schweiz, weil es dort schönere Tannenbäume hat, sondern ganz klar, es wird mehr geschaut. Die Chancen sind ein bisschen grösser durch das, was der Sprung vielleicht kannst überschaffen. Wenn der aber nicht mehr gegeben ist, dann hat man früher noch KHL. KHL hat jetzt aber auch Salary Cap. Ist auch nicht mehr so lukrativ. Und dann musst du jedes Mal am Sonntag in Kiel Vater unser machen und hoffen, dass du Geld bekommst. In der Schweiz hast du kurze Arbeitswege. Die Liga ist super. Du bist zuhause. Du kannst gut verdienen. Die Liga ist sensationell attraktiv. Also, da muss ich auch nicht lange überlegen, wo ich spielen will. Ich denke, es kommt eben vielleicht noch der Faktor vom Alter auch noch ein bisschen ins Spiel. Oder? Also, ich sage jetzt, wenn ich ein Spieler bin, irgendwie 30 oder leicht drüber, dann ist das sehr wahrscheinlich eine andere Entscheidung, als wenn ich 23 bin und jetzt meine Chancen noch nicht bekommen. Das ist nicht das gleiche Stadium von der Karriere. Mhm. Darum sage ich, es ist einfach jeder Fall, individueller Fall. Man kann den Spieß so umdrehen. Es ist jeweils auch so, wie sie gehen. Du kannst nicht einfach sagen, du musst mit 16 gehen. Nein. Ein mag das richtig sein, aber für andere ist es völlig falsch. Und darum ist es sehr individuell. Also, ich will die Runde noch schnell erweitern zu diesem Thema, weil wir werden bei uns im Backcheck-Tag auch immer noch Leute zuschalten. Darum haben wir ja das schöne rote Telefon da, weil wir sind ja auch eine Telekommunikationsunternehmung, die natürlich immer die modernsten Geräte anbietet. Und wenn ich es hier abnehme, sollte eigentlich jetzt der Nationaltrainer Patrick Fischer da sein. Gerade mal schauen, ob das funktioniert. Patrick, bist du in unserer Runde? Ja, hallo, heute zusammen. Wer hätte gedacht, dass das noch wirklich funktioniert? Sehr schön, gut. Bist du in unserer Runde. Bevor wir zum Thema kommen, noch schnell, wie hast du den Saisonstart erlebt?
Ja, mega cool. Ich war zu Zug am Match, IFC Davos. Alle happy, dass wieder im Stadion sein, ein guter Match. Sicher Zugerfans happy aus Davos, aber es ist einfach schön, wieder einen Match anzuschauen, unter normalen normalen Zustand, wie wir uns das eigentlich normalerweise gewöhnt sind. Und im Zug hast du beim HC den Gilles Senn im Goal gesehen. Das ist jetzt einer von diesen Rückkehrern, einer, der nicht zu den Alten gehört, der es mal probiert hat und jetzt vorläufig abgebrochen hat, sage ich jetzt mal, und zurückkommst. Wie siehst du die Situation für dich als Nationalcoach, dass die wieder zurück sind in der Schweiz spielen? Gut, ich glaube, dass vorher alles angesprochen worden ist, was ich zugelassen habe, stimmt. Dass viele verschiedene Szenarien, das Alter, Situation. Schlussendlich, ich als Coach habe natürlich gerne, wenn Spieler mit Vertrauen kommen, mit Spielpraxis haben und das ich weiss, gewisse Situationen in der NHL ist es manchmal schwierig, wenn man wenig spielt und dann ist es auch nachher schwierig, somit nachher eine Weltmeisterschaft kommt, plötzlich einfach wieder dort anzuknüpfen, wo man vorher gemacht hat, wenn man 25 Minuten Eiszeit hat. Und von dem her verstehe ich ja, jeden Einzelnen. Ich glaube, jetzt beim Schill, er hat es probiert, er ist übergegangen, es war für ihn schwierig gewesen, dort in New Jersey. Jetzt ist er zurückgekommen. Du siehst, er ist extrem gewachsen als Mensch und auch als Athlet und er hat eine super Vorbereitung gehabt. Von dem her, für ihn hat sich das gelohnt. Aber es ist schwierig, auf einen runterzubrechen. Das Sven, weil man so wenig in den eigenen Händen hat, irgendwie auch in der NHL, so kommt einem das manchmal rüber, oder? Ja, es ist natürlich ein Business, oder? Salary Cap und so weiter, die Rechnung muss am Ende vom Tag aufgehen, von der Club, oder? Und wenn zwei gleich gut sind, ja, dann ist die Chance wahrscheinlich gross, dass der Kanadier genommen wird, oder? Aber ich glaube, wir in der Schweiz müssen einfach weiter alles schaffen, besser werden. Das ganze Hockey von Anfang an, von unten anfangen, noch besser aufbauen. Und dann bringen wir auch Nadis noch wieder Jungs rüber und können die Pipeline füllen. Ist so, dass man eher den Kanadier nimmt, Patrick Fischer? Das ist auch so erlebt und gesehen. Ja, gut, das hat sich natürlich schon ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Ich meine, früher ist jetzt einfach, wie man in die NHL gekommen ist, die meisten sind über Canadian Hockey League gekommen, fast 80%. Und jetzt ist das sich ausgeglichen mit der Amerika-Universitätsmannschaft und auch Europa. Also, ich glaube, wir sind professionell genug, dass einfach der Spieler nehmen, der besser ist für die Rolle und es auch verdient hat und hoffen nicht auf den Pass schauen. Ich glaube auch, dass das nicht mehr so eine Rolle spielt, wie es früher war. Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, an die letzten zwei Lockouts, die sie waren. Da sind zum Teil Spieler mit riesen Namen, riesen Nummern, sind hier in die Liga gekommen und sind recht auf die Welt gekommen, wie gut das Hockey hier ist und wie kompetitiv das Hockey hier ist. Und ich hatte dann zumal mit der Funktion als Ligadirektor viel Kontakt mit diesen NHL-Leuten. Und dass die Stars nicht nur durchmarschiert sind bei uns, das hat das Ansehen von unserer Liga extrem gehoben. Und früher hat man schon manchmal gesagt, ja, ist der Star in der National League, der kann doch hier noch nicht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das hat sich schon verändert. Hat auch mit der Nationalmannschaft zu tun, Fischi, wo du mutig hast lassen spielen und wirklich diesen Gegner ins Gesicht ist. Das spielt alles eine Rolle. Also ich glaube, die Anerkennung von unserer Liga und von unserem Niveau, das hat massiv verbessert. Ja, und dass es da schön ist zum Spielen und so weiter, das kann ich absolut nachvollziehen mit dem kurzen Weg. Gute Bezahlung kann man schon sagen, wirklich sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen. Aber nimmt mich gleich schnell Wunder, Patrick Fischer, würdest du nicht denn auch lieber als Nationaltrainer der eine oder andere in der KHL spielt oder in Schweden? Würde das nicht generell im Schweizer Hockey helfen? Ja, da, ich meine, ich denke, der grosse Traum ist NHL, das ist auch von den Russen so. Die probieren es mal von immer, das übergehen und die gehen dann einfach schneller zurück. Aber wenn jetzt einer den Sprung nicht schafft, einfach in die KHL gehen, ist auch nicht so einfach. Die haben auch vier Ausländer. Der Sven Andrighetto ist auf uns gegangen. Es war auch für ihn nicht einfach, um das durchzusetzen. Ich war dort auch einmal ein Jahr als Ausländer. Und wenn du auf Russland gehst, als Schweizer, als Ausländer, ist das für die Russen schon ein bisschen komisch. Und einfach ja, von der History. Und das ist eigentlich nicht für alle eine Option. Und die Schweden, ich glaube, es gehen eher jüngere Schweizer Spieler auf Schweden. Dort gehen
sich ausbilden lassen, was ich auch verstehe, aber schlussendlich glaube ich, die Schweizer Liga, da kommt der Schweizer lieber heim, in so Umfeld spielen und das finde ich auch gut so. Also spricht er definitiv auch für die Liga und entspricht auch für die Liga, dass man ja aus der Schweizer Liga kann in der NHL arbeiten kann, weil es gibt ja nicht nur die zurückgekommen sind, sondern es gibt jetzt auch die, die gegangen sind. Da hat es jetzt gerade ein paar dabei, Geisser, Berni und natürlich jetzt auch ein Gregori Hoffmann, wo wir jetzt sehr gespannt werden. Und das hängt jetzt für mich genau mit dem zusammen, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin heute felsenfest überzeugt, dass wenn jemand in unserer Liga regelmässig den Kopf zum Gras aus hat und wirklich regelmässig performt und Leistung abliefert, der kann heute ohne jegliche Hemmungen in ein NHL-Camp und sagen, hey, ich bin da, ich bin wirklich kompetitiv, ich will jetzt hier meine Chancen bekommen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das Selbstbewusstsein hat. Aber der Respekt von unserer Liga, der hat gewonnen. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, ich sehe es ähnlich. Ich glaube, das ist... Erzähl. Entschuldigung. Schon gut, erzähl nur. Danke, Helfi. Es ist, ich glaube, der Dominik Kubalik hat uns auch extrem geholfen. Als er von Ambri nachher in den NHL gegangen ist, hat dort eingeschlagen, 30 Goal geschossen. Dann schauen sie, okay, der ist Topscorer gewesen. Nächstes Jahr der Pius Sutter. Übergegangen, same, jetzt der Gregory und das hilft alles und ja, das ist ganz klar, da bin ich bei dir, Ueli, unsere Liga hat extrem gewonnen, unsere Anerkennung im Welthockey ist gewachsen, wir machen einen guten Job als Nation, wir können es immer steigern und verbessern, aber wir sind immer wieder Spieler, die dann sind, in absolut zum Teil Top-Positionen schon und es wird immer ein bisschen es gehen, und ein High sein und hoffen, das wird noch stärker sein und dass wir noch mehr Spieler haben, die gehen und zurückkommen und so wachsen wir alle. Ja, Patrick sagt es sehr gut. Ich habe persönlich das Gefühl, es gibt gleich immer noch ein paar, die einfach gehen, die gegangen sind. Bös gesagt. Meiner Meinung nach nicht der smartest Move. Also ich habe das Gefühl, wenn du jetzt ich sage jetzt mal, top ist in der Liga wie ein Pius Sutter oder jetzt wie ein Janis Moser letztes Jahr oder wie ein Hoffmann, dann ist der nächste Step, du musst über. Aber wenn du in dieser Liga umkurfst und du bist einfach ein bisschen dabei und du gehst nachher über und meinst, du bist in einer besseren Liga ebenfalls dabei, dann bist du in meiner Meinung nach komplett falsch beraten. Ich persönlich finde, das bringt gar nichts. Das Englischdiplom kannst du auch an der Zürich Bahnhofstrasse machen. Ja. Oder? Und ich habe das Gefühl, dort habe ich zum Teil Fragezeichen. Ich muss jetzt nicht Namen erwähnen. Aber ich habe das Gefühl, wenn in dieser Liga nicht top ist, also das ist ein bisschen nach dem Motto, if you don't make it in Zürich, you can make it everywhere. Das macht keinen Sinn für mich, oder? Und das Alter ist ja ganz unterschiedlich. Gerade von denen, die du jetzt erwähnt hast, ist ja gerade gut, oder? Ja. Janis Moser, ja, okay, jetzt ready. Ja. Pius Sutter, ja, ein bisschen braucht, dann ready. Ja. Und Gregory Hoffmann, immer wieder davon geredet. Und jetzt wahrscheinlich NHL ready, Patrick Fischer. Ja, ich sage das eigentlich immer, wir Schweizer haben ein bisschen länger in der Entwicklung, weil wir halt einfach durch die Konstellation Schweiz, wir haben weniger Spieler, wir haben weniger Konkurrenzkampf, die Spieler werden, wir sind auch für uns ist die Schule sehr wichtig, die Spieler werden eigentlich erst richtig in eine Competition geworfen, wenn sie ins Profilalter kommen mit 18, 19 und dann geht es manchmal, bis sie so richtig fertig entwickelt sind mit 3, 24 und dann fühlen sie sich parat, wo vielleicht andere Länder schon früher parat sind. Aber das ist auch ganz okay. Ich glaube, das, was der Sven sagt, ist richtig, es soll einen übergehen, wenn er die Liga da wirklich, wenn er raussticht oder es soll früh gehen zum Lernen und das ist auch okay. Aber ich glaube, das ist etwas, wo man sich selber wissen und wenn jemand den Ehrgeiz hat und den Mut auch hat, sich aus der Komfortzone bewegen und sich mit der Besten messen, dann ziehe ich da immer den Chapeau. Und ich glaube, wir lernen immer etwas. Vielleicht kommen wir zurück und man schafft es nicht, aber man hat sicher etwas auch aus dieser Erfahrung rausgeholt. Danke, bist du unser erster Gast in dieser Runde, Patrick. Jetzt hast du unsere Telefonnummer, wir hocken immer da nach jeder Runde. Die kannst du immer anrufen. Und wir trinken jetzt noch auf dich, weil du hast gestern Geburtstag gehabt. Happy Birthday, hey, Nationalcoach. Cheers, hey. Cheers und alles danke. Gute. Forever 39. Forever 39, Fischi, eh? Forever 39. Jani, schön, bist du bei MySports. Freut mich und ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Danke für die Einladung.
Danke, und, danke. Ja, bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. 30 bin ich geworden. Ja, irgendwann ja, hören wir aufzählen. Ciao, ciao, danke. Ja, wir haben ein anderes Thema, wo wir uns auch ja, heute über den Abend natürlich immer wieder Gedanken gemacht haben. Mit dem HC Aschua. Jetzt haben wir gesehen, was sie sportlich bieten können. Ja, Leidenschaft ist definitiv da. Ist etwas gelaufen in diesem Stadion. Das war definitiv eine Bereicherung. Heiss und Devos schauen wir natürlich auch gerne an. Aber gleich muss man halt die Frage stellen, wenn ich auch an unsere Saisonprognosen denke. Die sind sportlich abgeschlagen und es ist brutal schwierig, diesen Schritt zu machen. Aus der Swiss League in die National League, man hat das schon bei den Lakers gesehen. Und die waren ja eigentlich National League ready gewesen, weil die haben nach dem Abstieg in die Swiss League nicht ihren ganzen Apparat runtergefahren, sondern etwa auf gleichem Level an. Und es geht eben nicht nur um Sportliche, sondern es geht um den ganzen Apparat, wo man parat sein muss. Und das ist die Frage, die wir jetzt noch diskutieren wollen. Ist die National League nicht eine Nummer zu gross für Aschua? Okay. Wenn du aufsteigst, ist irgendwie März oder Anfang April. Da ist es ja jetzt Ende April gewesen. Ja, oder Ende April, verrückt, aber es war eher eine Ausnahme, ja, normal, gewesen, ja, oder? Und es hat keinen Absteiger gegeben, sorry. Genau. Aber dann hast du wie 3,5 Monate Zeit. Und du musst den Betrieb dermassen auffahren. Wir können es mal in Zahlen ausdrücken. Aschua hat sehr wahrscheinlich mit einem riesen Aufwand das Budget vor der Swiss League Aufstiegssaison zur jetzigen Saison verdoppelt. Aber das Brutale ist, das ist nicht annähernd ein Budget vom 12. in der Liga oder vom 11. in der Liga. Und also hast du Zahlen, sorry. Sie haben es von 3 auf 6 Sie Millionen. Irgendwie von 3,5 auf 7 jetzt. Ja, sagen wir. Irgendwie so. Und der Nächste hat über 10. Ja. Und es ist ja nicht nur Geld. Oder? Der Geld spielt eine Rolle, wie viel Mannschaft habe ich und so weiter. Aber es braucht mehr Sponsoren. Es braucht mehr, wie sagt man das, Klinken putzen. Du musst mehr tun für die Sponsoren. Du musst sie mehr betreuen. Du musst mehr können bieten im Stadion. Du musst auch eine Gastro vergrössern. Und. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie viel auf einen Club zukommt, wenn du aufsteigst. Und einfach aufsteigen und sagen, bumm, es läuft alles. Das gibt es nicht. Das ist ein Prozess von 2-3 Jahren. Das braucht brutal Geduld. Es braucht genug Luft finanziell und es braucht einen riesen Enthusiasmus. Ich meine, ich durfte das selber miterleben, einen solchen Prozess. Und man kann sich als Aussenstehender fast nicht vorstellen, was alles damit zusammenhängt. Ich habe ein bisschen zwei Stimmen in mir, wenn es um das Thema geht. Auf der einen Seite ist natürlich der Hockeyspieler in dir, der sagt, es ist genial, wenn eine Mannschaft sportlich den Aufstieg schaffen kann. Ist sensationell, die Atmosphäre, die Emotionen und alles. Auf der anderen Seite ist es natürlich eben auch Business, oder? Und als Club weiss ich auch nicht, ob man sich dann wirklich einen Gefallen macht, wenn man den Strecksprung machen will, oder? Weil eben, man kommt dann einen Stock höher an und steht eigentlich mit der Badhose dort, oder? Und alle anderen sind im Anzug, oder? Du bist eigentlich wirklich komplett neben den Schuhen und hast dann aber gleich Pressure, was musst mehr Geld ausgeben, aber es kann gut sein, was dann eben nächstes Jahr wieder runtergehst. Und dann ist alles Scherbenhaufen. Und das haben wir ein paar Mal schon gesehen. Darum habe ich das Gefühl, meiner Meinung nach, der smarteste Approach ist einfach so, wenn man es würde, ein nordamerikanisch machen und einfach sagen, es sind einfach gewisse Parameter, die du bringen musst. Wenn du die bringst, kannst du ein Team bringen. Weil dann ist schlussendlich auch mehr Konstanz drin. Als Spieler weißt du, okay, das ganze Teil steht auf guten Beinen. Weil jetzt ist es einfach so, ich meine, es ist super, was auch schon da oben ist. Oder? Aber wir haben 3300 Fans. Klar ist laut, aber es ist auch klein. Mhm. Oder? Ja, sind jetzt die Kamera noch gekehrt. Ja, oder? Früher ist immer auf die Seite geschaut vom Stadion, wo einfach nur eine Wand ist. Absolut, oder? Aber jetzt sind immer auf dieser Wand alle die kleinen Sponsorentafeln, wo jeder dort aus der Region, sei es ein Sanitär oder so, irgendein Handwerker, parat ist, ein paar tausend Franken zu zahlen. Und jetzt habe ich gehört, Marketing von einem National League Team, das auch schon aufgestiegen ist, wo man sagt, ja, jetzt musst du im Prinzip jeden Sponsor dazu bringen, dass er dir das Doppelte, eigentlich sogar das Dreifache zahlt von der National League, von der Swiss League in die National League. Ja, und da musst du auch zuerst in dieser Region das überhaupt stand bringen, dass du all die Sponsoren, und das sind über 200 zum Teil, oder? Aber so viel Geld mehr müssen bringen. Jetzt sind wir bei der Frage von Nachhaltigkeit, oder? Und gerade die Dorfclubs wie Langnau oder wie Ambri oder wie Aschua dürfen einen Fehler nicht machen. Nämlich genau die KMUs irgendwie einfach vernachlässigen und verlieren. Weil
es war noch immer so, wenn einer von diesen Clubs irgendwo in Prédouille kam, auch wirtschaftlich, sie waren immer A, die Fans, die es gerettet haben, und B, halt gleich die lokalen Kleinunternehmer. Und da muss auch schon sicher einen guten Weg finden, wie kann man mit denen umgehen, dass die mit treu bleiben, aber dass sie sich nicht ausgenommen vorkommen. Das ist genau eine von den Challenges, die ich vorhin gemeint habe, dass sie einfach zwei Amten sind, zwei Welten. Ja, man sieht es eigentlich immer auch sehr gut. Bei diesen Teams nachher, wo ich sage mal, auch ein Biel. Wann hat Biel wirklich den nächsten Leap gemacht mit dem neuen Stadion? Ja. Genau das Gleiche wird in anderen passieren. Wenn du keine Facility hast, wo du erstens mal die Einnahmen hast, Gastro und alles hast, dann bist du einfach immer am Rumtümpeln. Einmal hast du ein bisschen Höhe, weil zwei, drei Extraspieler rausreissen aus dem ganzen Konzept und eine Playoff-Quali bringen. Aber konstant irgendwie den nächsten Step machen kannst du nur, wenn du ein Top-Stadion hast, Top-Gastronomie. Wieso bist du einfach immer im Seich? Ja, und du musst die Leute können zahlen, oder? Ja. Zum Teil National League 13 Festangestellte und mehr. Ich weiß nicht, wie viele sind bei Aschua festangestellt. Ich meine, ist der Präsident eigentlich der, der noch mithilft und sich um die Sponsoren kümmert. Das ist ein festangestellt. Eigentlich alle, der Vincent Löschen ist Sportchef und Assistenztrainer. Also die arbeiten schon von morgen bis am Abend und die ganze Nacht. Sie werden es niemandem auf ein Schlimmes schalten. Ich habe sehr viel Sympathie für solche Clubs und bewundere die, was die machen. Aber wenn ich die Clubstruktur von Aschua ein bisschen anschaue, das ist etwa so strukturiert, wie man vor 25 Jahren im Zeit der Vereine, wo man noch nicht einmal AGS war, einen Club geführt hat. Ich meine, Chapeau für die VR-Mitglieder, die alle noch eine operative Funktion haben. Aber auf Dauer. Es ist schwierig. Möglich. Ich sehe es bei mir selber. Ich meine, für mich ganz schwierig zu arbeiten mit Aschua. Weil der Herr Leschen ist Sportchef, aber ist auch für mich. Das heisst, gewisse Stunden kann ich ihn gar nicht erreichen. Mhm. Und wenn dann, also ich kann mir vorstellen, der Stress, den er hat, der kommt von mir runter und hat wahrscheinlich 25 Anrufe. Jeder will irgendetwas, jeder will ihm etwas verkaufen oder mit ihm reden. Das ist für ihn wahrscheinlich ein riesen Stress, oder? Und durch das, er kann ja gar nicht gleich viel machen, wie einer, der Fulltime das machen kann, oder? Das ist darum, was ich schon lange sage. Du kannst 2021, wenn du das Gefühl hast, du kannst Sportchef und irgendwie Coach noch miteinander machen, das ist Gugus, aber hoch 10. Also dann hast du ein brutales Selbstvertrauen, wenn du das so kannst verkaufen. Und alle anderen, die das so abkaufen, also Chapeau. Also dann, ich würde das nie dulden, was das jemand macht. Das Modell hat ja noch einen anderen Aspekt. Oder? Der Coach ist da, für alles zu tun, dass die Mannschaft heute Abend punktet. Punkt. Yes. Das ist sein Job. Ja. Aber der Sportchef, der darf nicht nur nach diesem Fokus handeln, weil sonst wird es eine lange Saison für einen Aufsteiger. Der Sportchef muss wissen, wie sieht meine Mannschaft in einem Jahr aus, wie in zwei Jahren, welche Jungen setzen wir, wo gehen wir scouten und so weiter. Und ich sehe auch nicht, wie man das vereinbaren kann. Das ist schon normalerweise ein 150%-Job. Ja. Also ich meine, heute Morgen, ich habe das Beispiel, der Martin Steiniger, wenn er mich coachen muss, das geht gar nicht. Der ruft mir um 7:30 Uhr heute Morgen an und ist bei mir eine Stunde am Telefon, hängt ab, muss am nächsten anrufen, wenn ich noch Training vorbereiten muss. Das geht nicht. Und heutzutage die Coaches, die Unterschiede von Coach zu Coach, das ist crazy. Was ich jetzt höre von den einen Jungs, wie der Unterschied nur schon sind in Bern, mit dem neuen Schwede. Das ist High Level. Da hat jeder ein individuelles Trainingsprogramm. Da kannst du nicht einfach morgen eintrudeln wie früher noch. Ja, ich mache mal ein bisschen mein Programm, ich gehe ein bisschen rein, gehe stretchen, nachher mache ich noch zwei, drei Rumpfübungen, nachher gehe ich raus und besseln. Das ist over. Aber gleich, jetzt müssen wir. Oder das baust du ja nicht auf Knopfdruck eben in vier Monaten zwischen dem Aufstieg und Beginn der Meisterschaft aus. Aber da muss eine Strategie dahinter sein. Ja. Und das muss man Step by Step aufbauen. Und ich finde, gerade die Lakers sind nicht so ein schlechtes Beispiel für das. Ich meine, die sind aufgestiegen, haben genau die gleiche Schwierigkeit auch gehabt, schon sie schon professionelle Strukturen hatten. Und selbst dort haben sie nicht können, da oben einsteigen. Also, das muss auch wachsen. Man muss jedes Jahr versuchen, halt wieder irgendwo etwas zu investieren. Aber dann kommt immer die Frage, für was investiere ich, dass es nachhaltig ist. Und diesbezüglich muss man dem HCA schon riesig Kredit geben, dass die das probieren. Aber ich wünsche mir wirklich für sie, dass sie das mit einer Strategie machen, um Schluss nicht in einem riesen Desaster landen. Weil das wäre für die Liga ganz schlecht und vor allem auch für ihren Club ganz schlecht. Ja. Ich habe das Gefühl, es muss auf einem
Ich sage mal, das ist wie mit einem Bötchen rausfährst, das ein Loch hat. Dann musst du, immer, du musst immer das Loch stopfen. Ja. Aber das Bötchen wird nie ein Schnellboot. Mhm. Oder? Ich habe das Gefühl, du brauchst ein Schnellboot, um in die Liga zu kommen. Und sonst ist es eine Frage der Zeit, bis das Bötchen einfach absauft. Oder? Und dann ist meistens, machst du viel mehr Schaden, als du Freude gemacht hast. Oder? Dann gehst du meistens in die erste Liga und die Leute verlieren den Job und. Ich weiß einfach nicht, ob man sich wirklich einen Gefallen macht mit so, ich sage mal, mit so emotionalen Entscheidungen. Oder? Ja. Ja, ist vielleicht gesehen natürlich, als Hockey-Romantiker, wenn man denkt, Ambri kann das und Langnau kann das, wir Jurassier, wir packen das auch mit unserem Feuer, mit unserer Energie, wir helfen irgendwie alle mit. Aber ja, wenn man dahinter sieht, dann merkt man, was es alles braucht, damit es eben wirklich gut rauskommt. Jetzt können wir noch die Brille von der Liga anlegen. Es ist für eine Liga immer ganz schlecht, wenn ein Team nicht mal mithält. Oder wenn ein Team in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, weil es wollte mithalten, aber einfach nicht können. Ich kann es so formulieren. Und ich wünsche schon für die Region, für die leidenschaftlichen Leute, aber auch für unsere Liga, dass Aschua einfach einigermaßen wird mithalten. Und zwar nicht nur in den ersten 10 Runden, sondern über 52 Runden. Wenn ihnen das gelingt, dann ist das für alle super. Und ich hoffe wirklich, dass sie in der Fall und es wäre für alle ein Gewinn, aber der Challenge ist riesig. Ja, also wir werden das beobachten, wie es dort weitergeht. Danke vielmals für die Insider-Informationen da in unserer gemütlichen Runde, wo wir eben so Sachen mal vertieft können besprechen. Und das machen wir jetzt nach jedem Pack and Goal, nach jeder Hockey-Runde. Zum Beispiel am Freitag schon wieder und dann auch am Samstag, dass wir uns da wieder treffen zum Backcheck Talk. Und alle Spiele und alle Goal, die es heute Abend gegeben hat, in kürzester Fassung, die gibt es jetzt auf allen unseren Online-Kanälen. Da kann man jedes Goal nochmal nachschauen, so viel mal, wie man es sehen möchte. Und morgen gibt es schon wieder den nächsten Live-Match. Lugano und die Lakers spielen gegeneinander. Und ja, wir trinken jetzt noch aus. Da. Und dann machen wir uns dann auch auf den Heimweg. Danke vielmals. Sind ihr heute Abend dabei gewesen bei MySports. Danke dir, Sven. Okay. Danke, Noli. Danke euch fürs Zuschauen. Und die Leitungen zu euch, die gehen dann auch noch offen, dass ihr euch auch beteiligen könnt bei unserem Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.